Jo, was geht ab? Viel Spaß mit der ersten Fehleranalyse. Nur schon mal eine Sache im Voraus. Wir sind alle Menschen und machen mal Fehler. Und das ist normal. Es kann mir keiner erzählen, dass man keine Fehler macht. Manche machen weniger Fehler, manche aber mehr. Das ist noch lange kein Grund, eine Person bei jedem neuen Fehler anzusprechen und fertig zu machen. Ich bin komplett ehrlich, auch ich mache öfters Fehler. Aber ich lerne daraus und probiere mich zu verbessern. Und wenn du einen Fehler machst und dich wer fertig macht, ignoriere dies und zieh weiter dein Ding durch. Ich sehe jetzt schon wieder Kommentare kommen, wie, ja, das ist unnötig oder hier hast du Fehler gemacht, so wie Leute, die hinterm Rücken Blödsinn erzählen. Aber na gut, ich gebe mein Bestes und werde mich anstrengen, alles unterhaltsam und gut für euch zu produzieren. Genug vom Gelaber, los geht's. Flow. Wising, sein Flow ist in dieser Runde schön ruhig gehalten worden und der Beat unterstützt das Ganze auch noch, da das Turnier ja nicht nur um Battle Rap geht, sondern auch um Musikalität, passt es ins Turnier auch wohl rein. Schlecht ist sein Flow ja auch nicht, sondern solide. Aber wirklich was Spezielles ist mir nicht aufgefallen. Dort fehlte mir ein schnellerer Flow, also ein kleines bisschen Flow-Passage, damit es nicht nur konstant auf einer Welle ist. Woods sein Flow ist schneller gehalten als der von Rising und passt auch perfekt auf den Beat drauf. Die Betonungen bringen sein Flow einen kleinen Ticken besser in den Vordergrund, so dass der Flow nicht langweilig klingt, sondern eine Spannung aufbaut. Bei Woods konnte ich mir sein Flow besser geben als bei Rising, jedoch gebe ich hier nur ein knappes 1-0 für Woods. Video, hier fangen wir mit Woods an. Sein Video hat zwei sympathische Boys im Hintergrund, solide Kamerafahrten und Cuts mit Effekten, die gut reinpassen. Einblendungen wie dem B-Knopf sowie dem Pokémon-Banner waren gut und kommen schön rüber. Insgesamt ein kräftiges Video. Jedoch war Wising nicht dumm und hat sich mit sehr viel Arbeit ins Video geile Ideen wieder ausgedacht. Sein Video ist danach ausgerichtet, dass er im Wald dreht und bei Holz mit einer Axt in der Hand, da das zum Namen vom Gegner, Woods, perfekt aufgebaut wurde, ist es einfach extrem mächtig und bringt ihm Blut ins Licht. Die Cuts waren auch okay, die Drohnenaufnahmen waren dafür wieder exzellent und schön anzusehen. Freut mich, dass so viel Arbeit ins Video gesteckt wurde und sowas ist toll. Kamerafahrten mit der Drohne waren auch solide, also sein Video ist einfach Hammer und bringt ihm hier einen Punkt. 1-0 für Rising in der Kategorie pro Video. Hook. Wurde seine Hook wieder mal sehr musikalisch mit vielen Gesang dabei. Dort geile Lines vorhanden, so dass es wahrscheinlich selbst bei den Punches nicht untergehen wird, was bei vielen anderen Hooks das Problem ist. Also schöne Hook, so dass der Sound im Ohr bleibt. Wising, seine Hooks sind aber auch extrem durchdringend, kommen Hammer an und sind so wie bei Woods durch Gesang sehr musikalisch. Beide haben sich hier extrem reingesteigert und wollten uns alle unterhalten und ein Hammer-Battle liefern. Rising bringt aber noch ein bisschen mehr Atmosphäre mit, weswegen es hier 1-0 an Rising geht. Musikalität. Hier sehe ich beide sehr weit vorne und auf einer Ebene. Rising steigerte sich übel, sein Soundbild klingt angenehm, bringt eine Atmosphäre mit, Selbstgesang ist auch dabei. Und bei Woods wurde es schön sicher durchgeflowt, mit Gesang und einem sehr geilen Sound, was alles zusammen einfach cool klingt und schön anzuhören. Rising bringt jedoch die ganze Runde über viel musikalischer sein Zeug und verdient hierbei ein 2-1. User Vote. Hier haben wir Woods, der mit 81 Bewertungen locker Rising besiegt, der nur 58 Bewertungen hatte. Punkt geht hier also an Woods. Entertainment. Woods bringt lustige Lines mit starken Punches auf einmal und hat dazu noch musikalisch was drauf. Seine Delivery ist auch nicht schlecht. Rising hat in der ganzen Runde ein cooles Video mit einer geilen Idee und noch musikalisch überzeugt. Ich gebe aber ein knappes 1-0 an Woods. Punchlines. Wir fangen in der kürzeren Runde an, die war von Woods. Hier sehe ich im ersten Part fängt er an mit der Line, dass Risings Nase so fett ist wie Woods Gesicht. Aber das ist für mich einfach nicht so stark. Aber ist eine Aufbauline für die Line da drauf, wo er sagt, du kriegst harte Prügel, sogar deine Blutsfreunde lachen, auf der Nasenflügeln könnten sogar Flugzeuge landen. Deine fucking Nase ist so fett wie mein Gesicht. Du kriegst harte Prügel, sogar deine Blutsfreunde lachen. Auf den Nasenflügeln könnten sogar Flugzeuge landen. Dass du ein Battle gewinnst, wird nie wieder passieren. Dass du langweilig bist, kann keine Features kaschieren. Also fühl dich mal nicht krass mit deiner hässlichen Rap-Crew. Das einzig Relevante, die Connection zu Testo.
Danach kamen wieder zwei super Lines, wo Woods sagt, dass Rising langweilig ist und dass selbst die krassen Feature-Gäste es nicht kaschieren können und dass das Relevanteste an Rising die Connection zu Testo ist. Danach kommt wieder eine Line, die ich übertrieben gefeiert habe und mich zum Schmunzeln brachte, denn es hat mit der Art und Weise, wie Woods es rübergebracht hatte, einfach geil geballert. Die Line ging so: Auf Spotify hast du fort zwei ganze Klicks, wow. Und einer bin ich. Auf Spotify hast du fort zwei ganze Klicks, wow. Und einer bin ich. Danach kommt aber von nur zum ersten Part nur so mittlere Lines, die klar gehen, aber im Gegensatz zu den anderen nichts wert sind. Sein Hook ist dafür wieder mit einer coolen Line aufgebaut, zum Beispiel sagt er dort wieder, dass ohne Testo für Rising schon wieder Ende wäre. Im zweiten Part haut Woods direkt nice Pokémon-Lines raus, die auf Risings Kanal bezogen sind. Und danach kommt eine Killer-Kreise-Line, die auch gut gebracht war, da sie mit dem Image von Rising gut zusammenpasst, weil Rising ist ja immer noch Rising. Staatshilfe gerade so, dein Vodafone bezahlt, damit du Internet hast für deinen Pokémon-Kanal. Guckst dir Hentais an und spielst am Boden rum, du Bastard. Du wickst auf den weiblichen Pokémon-Charakter. Dein Rap-Werdegang, ey, der gleicht deinem Kreisel, was vor drei Jahren scheiße und du bleibst immer scheiße. Aber dann kommt die mit Abstand beste Line von Woods. Er sagt: Darum wird der Pokémon-Trainer zerpflückt. Bei der Entwicklung hat jemand den B-Knopf gedrückt. Scheiße, darum wird der Pokémon-Trainer zerpflückt. Bei der Entwicklung hat jemand den B-Knopf gedrückt. Jeder, der sich ein bisschen mit Pokémon auskennt und es mal gespielt hat, könnte sich schon melden und sagen, warum sie so genial ist. Aber für die Leute, die auf eine Behindertenschule gehen von euch, erkläre ich es nochmal. Denn wenn man bei einer Entwicklung von einem Pokémon den B-Knopf drückt, bricht die Entwicklung ab. Tada! Die letzten Lines von Woods waren nicht so krass, wo er darauf aufmerksam macht, dass Rising immer die gleiche Jacke trägt und sogar fragt, ob es daran liegt, dass es mit der Miete knapp wird. Macht er die Line kaputt, indem er darauf noch fragt, ob es seine Lieblingsjacke ist. So kann Rising einfach sagen, ja, es ist seine Lieblingsjacke und das war's. Also hätte Woods dies besser umsetzen können, da es eigentlich gut recherchiert wurde. Rudi Wiesenblüte puncht eigentlich gar nicht, sondern war nur da, um geil zu flowen. Gehen wir zu Rising, seine Punchlines. Im ersten Part sah ich direkt eine coole Einstiegsline und eine coole Sprintline von der Runde im 16., wo Woods einen kleinen Sprint machte. Jedoch kam dann im ersten Part keine brauchbare Line, sondern Müll. Alles Lines, die Woods kein bisschen treffen. Nicht mal ansatzweise. Beispiel: Wieso nimmt Marcel dich in Schutz? Ich will das echt verstehen. Sind wir beim Schutzgemeinschaft Deutscher Wald oder dem MBT? Was ist passiert? Wieso bist du denn plötzlich auch so fett mit Motion im Gepäck? Denkt man, Thomas Poria wäre weg. Neben Motion siehst du nicht so aus wie ein wilder Gnom. Ihr beiden seid wie dick und doof, aber nur mit Bild und Ton. Du nennst deine Gegner fett und träumst vom Idealgewicht. Doch mit deinen Sprints im Video reichst du dieses sicher nicht. Hey, in deinen Runden da widersprich dich selbst, denn dich haben deine Videos in Schatten gestellt. So nimmst machst du dich in Schutz? Ich will das echt verstehen. Sind wir bei Schutzgemeinschaft Deutscher Wald oder dem MBT? Ist halt einfach überflüssig. Zweiter Part. Auch hier fängt das Ganze schwach an, aber dann rafft er sich ein bisschen auf und haut in der Mitte vom zweiten Part ganz so die Lines raus, wo er auf Motions Push geht, der von Woods kam, und dass man ihn nicht ernst nehmen kann. Waren solide Lines, aber auch nicht mehr. Ist im Motion-Push geht klar, wenn du sofort Schwänze sagst. Ja, in deinen Clips fehlt nur noch, dass du Fortnite-Tänze machst. Ey yo, wie soll man dich ernst nehmen, wenn du es nicht selber kannst? So andere verdienst es nur der Gipfel deiner Medisance. Part 3. Hier geht es ja dann doch mal endlich und er bringt wirkliche Punches, die stark sind. Zum Beispiel fängt er an und sagt, dass er einen Baum bettelt, ihn anpisst und in Brand setzt. Da es ja wirklich jeder macht. Wie alle Zeilen auf die Blätter schreibt, einfach mal richtige Lines, die treffen und Hammer geworden sind. Der Rest vom dritten Part war auch alles gut. Hätte er nur den dritten Part genommen und die Hälfte vom ersten Part, wäre das eine extrem krasse Runde geworden im Bereich Punchlines. Jedoch war es so nicht. Ja, das war mein Traum, doch jetzt steh ich hier im Wald und bettel einen Baum, wenn ich vom Saufen heimlauf, ja. Dann pisse ich dich an, ey, und ist mir einmal kalt, ja, dann steck ich dich in Brand. Ich reiße dich in Stücke und ich werde dich verletzen, denn ich schreibe alle Silben auf jedes deiner Blättchen, mach dir keine Hoffnung, du hast keine Chance auf den Sieg, wozu werfe dich zu Boden, ey, guck mal, wie du fliegst. Wie gesagt, so ging der dritte Part weiter, es war extrem stark.
Deswegen muss ich hier aber leider trotzdem ein 3:1 an Woods geben, aus dem Grund, dass Rising seinen zweiten Part einfach komplett nix war und sein erster Part zur Hälfte treffend und bei der anderen Hälfte einfach nix wirklich rauskam. Bei Woods war fast die ganze Zeit außer paar Ausnahmen guter Bezug da. Extra Punkt geht hier an Rising, denn er brachte deutlich ein Hammer Atmosphäre mit, ein geiles Video. Woods konnte dort dieses Mal leider nicht ganz mithalten, damit gewinnt Woods mit 7:6 und zieht als allererster ins Halbfinale und kommt schon dem Geld näher.